aus. So, ohne Probefahrt. Einmal mal einen dicken Audi gekauft. Haben auch unser Level erhöht. Geile Sache. Joa. Tja, was soll man jetzt machen? Jetzt ist man hier auf dieser riesigen Insel. Ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, was wir machen sollen. Ich zeige euch jetzt einfach mal hier die Karre ein bisschen. Ja, wir biegen rechts ab. Fahren wir hier mal die lange Straße runter. Können wir uns mal den Motor und alles anhören. Und ich erzähle noch ein bisschen was zum Spiel. Und, oh, ist ja echt so bewölkt, ey. Scheiße. Können hier auch wieder das Fenster aufmachen. Können natürlich auch andere Kamerasichten benutzen. Was sehr lustig ist, wir können auch blinken. So, und... ja, schade, dass es jetzt nicht sonnig ist. Dann sieht es hier natürlich eigentlich noch viel, 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 viel schöner aus. Hat dann mehr so Urlaubsstimmung, aber naja. Ich fahre sehr gern auch in der Cockpit-Perspektive. Und mal. Ich glaube, das Radio ist mir gerade ein bisschen zu laut. Gehen wir das nochmal. So, und... so. Ja, dann fahren wir mal mit unserem neuen Audi hier in der Ortschaft schon wieder 120, muss ja nur nicht sein. Auch hier sehen wir wieder die anderen Spieler da als Namen abgebildet mit der Entfernung 1,1 Kilometer entfernt. Können ja mal gucken, ob wir da welche sehen. Meine Güte, ist das betrübt hier. Rot ist das neue Grün. Und deswegen können wir da einfach weiterfahren. Ups, Gas geben. Der Motor klingt schon geil. Jetzt wird es aber doch schnell hier in der Innenstadt. Wir sollten es dann nicht übertreiben. Die Bullen vor uns, das sehe ich auf dem Radar, dieses blinkende Symbol dort. Kreisverkehr. Ja, komm, kurz schnell ab. Merken die Bullen eh nicht. So, und da haben wir, meine Güte, keine Ahnung, wen wir da haben. Da um die Ecke haben wir noch einen. Gucken, was fährst du Schönes? Stehst hier mitten auf der Straße. Mit deinem 350Z Nissan. Was, 350? Naja, ich habe keine Ahnung von Autos eigentlich. Ich mag nur das Spiel. So, hier haben wir noch einen. Der scheint wohl auch nur rumzustehen. Ja, der ist gerade im Menü, deswegen ist der so transparent. Ja, wo fahre ich jetzt lang? Jetzt bin ich hier immer noch in der Ortschaft und wir können die Karre immer noch nicht treten. Vielleicht, ja komm, wir gehen mal auf die Autobahn nochmal und dann zeige ich euch mal noch ein Event. Ja, ich glaube hier können wir... ja, komm, hier wird die Spur breit. Die Straße ist blau, also kann ich mich direkt dorthin porten. Zapp, zapp, jetzt bin ich da. Jetzt treten wir die Karre nochmal ein bisschen. Ich hoffe, ich fahre uns nicht tot, denn ihr sitzt ja hier, ne? Hier, so am Rand. Und ja, direkt neben mir. Und jetzt gebe ich mal Gas. Wir sind schon bei 170, 180. Die Karre ist umgetuned. Alter, was machst du? Ha, ha, ha. Also eigentlich baue ich sehr selten Unfälle in dem Spiel. Und wenn die KI da mal echt so eine Scheiße macht wie jetzt. Das war ja wirklich scheiße. Also wir treten die Karre nochmal, das ist gar nicht passiert. Das war nur ein Traum, ihr lebt noch. Guck, da sitzt du noch. Und, jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Gewagtes Überholmanöver auch noch vor den Augen der Polizei. Warum sind denn hier Kreuzungen? Ich dachte, das wäre hier eine Autobahn. Ich traue mich jetzt doch gar nicht mehr so schnell zu fahren, nachdem wir hier schon einmal gestorben sind. Hey du, Miami hier. Weißt du, wie du fährst? Das ist nicht alles. Es kommt auch darauf an, wie man aussieht, wenn man fährt. Es gibt eine Schönheitsklinik auf Ibiza. Da solltest du unbedingt mal vorbeischauen. Eine kleine Generalüberholung könnte dir ganz gut tun. Bis später. Ja, super. Ja, das sind so Hinweise im Spiel, dass ich jetzt irgendwie einen Chirurgen wohl freigeschalten habe. Damit kann ich mein Aussehen des Avatars dann noch anpassen und verändern. Was ziemlich lustig ist, wenn man das macht, dann läuft man, ich glaube, weiß nicht, 2-3 Stunden mit dem Gesichtsverband durchs Spiel. Sieht halt cool aus, nettes Detail. Ja, jetzt wollen wir nochmal sehen, was die Karre hier wirklich schafft. Jetzt
fahren wir einen Bleifuß. 210 haben wir überschritten, da ist schon wieder einer. Fuck. Bitte sei mir nicht im Weg. Hier wird's wieder kurvig. Ich muss vom Gas gehen, ich traue mich nicht. Die Karre fühlt sich noch ein bisschen schwammig an, scheint noch nicht so das beste Fahrwerk zu sein, was wir hier drin haben. Ja, wir sind bei 240. Aber ich traue mich nicht, ich bremse. Oh, oh, oh. Oh, jetzt habe ich echt einen Schreck bekommen, weil ich jetzt da rechts unten geguckt habe und nicht mehr auf die Straße geachtet habe. Ja, ihr merkt also, man kann hier einfach so, ohne Druck, ohne irgendwas erfüllen zu müssen, über die Map fahren. Rumcruisen nennt sich das dann. Kann man auch mit Freunden zusammen machen, kann man eine Karawane fahren. Macht ziemlich Spaß. Ich glaube, ich fahre hier mal jetzt an den Rand und wir gucken mal, ob ich euch noch irgendein Event zeigen kann. Obwohl, hier wird die Landschaft noch mal ein bisschen spektakulär, glaube ich. Wenn ich mir das da gerade so angucke, kann man mal ein bisschen weiterfahren. Ich kann ja auch mal die Kamera nach draußen machen. Hat meine Karre schon einen Kratzer wegen dem ersten Unfall, so ein Mist. Dann guckt euch mal die Landschaft an. Ist doch schon geil, oder? Geht doch schon ab. Ja, jetzt mal mit Blinken, wie ihr gesehen habt. Boah, fuck. Ja, der war ein bisschen schneller wie wir, da kommen wir nicht hinterher. Das war schon eine A-Klasse und hier blockiert wieder einer die Straße. Komm schon, Mann. So, jetzt können wir nochmal ein bisschen Gas geben. Guckt euch noch die Landschaft hier ein bisschen an. Sieht doch herrlich aus. Der Himmel reißt auf. Vielleicht bekommen wir doch noch ein bisschen Sonne ab. Das wäre doch mal obergeil. Und ja, wir fahren hier jetzt mal die Autobahn hinunter, bis Schluss ist. Und dann zeige ich euch nieder. Es macht schon wieder übelst Spaß, hier einfach nur zu cruisen. Aber ich finde, noch mehr Spaß macht es halt so. Oh. Ja, da merkt man, dass das Fahrwerk noch nicht so gut angepasst ist an die Möglichkeiten dieses Fahrzeuges. Was macht der Bus? Der blinkt hier einmal nur wild. Oh, hier ist ein Kreisverkehr. Wir halten hier fast an. Ja, okay. Dann gucken wir mal, was wir hier für ein hübsches Event noch mit abgreifen können. Am liebsten hätte ich natürlich irgendwas, wo wir ein anderes Auto fahren können. Heck sagt mir jetzt nichts, der Spielmodus. Müssen wir wahrscheinlich jemanden am Heck bleiben. Adrenalin, Konvoifahrt. Komm ich da schon hin? Scheiße. Ja, jetzt wirkt sich das natürlich negativ aus, dass ich hier noch nicht alle Straßen freigeschalten habe. Dann fahren wir mal Heck. Mal gucken, was wir hier machen müssen. Da können wir uns auch noch nicht absetzen lassen, also müssen wir auch einen GPS-Punkt hinsetzen. Und wir gehen mal hier vor und dann biegen wir mal rechts, rechts ab. Und dann haben wir ein bisschen... Oh, ist eine Brücke. Naja, okay. Guckt keiner hin. Wir fahren hier mal einfach so über die Wiese. Ich hoffe, hier ist jetzt keine Mauer oder so. So, und da sind wir dann hier schon mitten in der Wüste wieder. Da hinten sehe ich doch schon das Event aufblinken. Das wollen wir jetzt mitnehmen. Ihr Fahrziel befindet sich noch 500 Meter entfernt. Jetzt biegen die alle ab. Biegen Sie links ab. Was soll denn der Scheiß? An der nächsten Kreuzung biegen Sie rechts ab. Alles klar. Ah, biegen wieder alle biegen rechts Sie ab. Rechts doch nicht. Komm, Lodder hier rum, 50 dürfen wir, aber da sind wir auch schon. Sie haben ihr so, da ist jetzt das Event, da drücken wir die A-Taste und schwupps sind wir auch schon drin. So. Meine Freundin macht mir Sorgen. Ich glaube, sie verheimlicht mir etwas. Könnten Sie ihrem Wagen folgen? Unauffällig, versteht sich. Bist du eifersüchtig, oder was?
Ja, okay, was tun wir nicht alles für Geld? Wir müssen ja unsere tollen Autos finanzieren.